Hallöchen, Doppelchen. Wir sind auf dem Heimweg. Mhm. Ich hab immer noch Hugo. Hug. Ich seh nichts, ich brauch Licht. Ich wollte eigentlich Hugo schreiben, aber ich war ein bisschen im Stress. Hug ist auch okay. Hack. Nee. Was? Das heißt ja eigentlich Hack, ne? Wie Hack? Wir müssen mal lang. Pass auf. Wir müssen auf dieser Flussseite. Entweder auf dieser Flussseite bleiben. Am besten auf dieser Flussseite bleiben. Spring einfach oben drüber. Bist du? Yep. Ja. Jetzt läufst du weiter. Lauf weiter. Lauf weiter. Bin dabei. Weiter. Einfach geradeaus weiter. Ich kill gerade alles, was hinter dir ist. Gut. Wo bist du? Auf dem Baum. Was? Auf dem Baum? Yep. So. Hier. Das heißt hier. Ja, hier musst du weiter. Dann geht's hier einmal ins Wasser. Gehen wir so an der Kante vom Wasser entlang. Aua. Irgendwas hat mich gebissen. Ja. Und jetzt musst du hier schauen, dass du einmal den Sprung übers Wasser schaffst, bitte. Hier einmal rüber zu unserer Taming-Box springen. Ja, ich schaff's, glaube ich, nicht ganz, aber... Ich bin unter dir, ich verteidige dich gegen die Sarkus, weil die Sarkus, die machen dich hier undicht. Ja, bist du raus, dann kannst du weitergehen. Ist das dunkel? Haben wir das Schlimmste hinter uns. Oh, hier ist irgendwie... Was? Gerade ein bisschen was gestorben. Oh, nur das Übliche. Was war's diesmal? Sieht nach ein paar. Nee, ist ein Dire-Bär gewesen. Das heißt, wir müssen noch ein Gelände für den Hack bauen. Ja, aber da können wir eigentlich die Zäune nehmen, das reicht. Ja, klar. Aber ich sag nur, du musst ihn auf dem Gelände einzäunen. Dann gibst du ihm die ganze Kacke und dann macht er alles für dich. Oh, guck mal. Die Krabbe folgt dir. Selma! Guck mal, unsere Lutschpflanze. Lutschpflanze, das ist auch geiler Name. Ja. Lutschpflanze ist fertig, finde ich gut. So, was brauchen wir denn alles nicht? Das kann weg, das. Perfekt. Das ist ja hier alles perfekt. Das nehme ich ins Inventar, die Rocktrack-Bäger nehme ich mit. Und das und das und das und das und das und das. Dann bauen wir jetzt ein kleines Gehege, habe ich gehört, ja? Räum jetzt gerade erstmal die Spino leer. Räum du mal Spino leer, ich mach mal. So, wo sind die beiden? Dick und doof? Dick und doof sitzen immer noch in der kleinen Box. So, Nameless Gift haben die schon mal. Bauplan, Holz, Zaunfundament. Mir fehlt dafür 10 Holz. Hier Holz drin. Stirbt alles. Ja, doch richtig, oder? Ja. Ah, nee, das war das Falsche. Das war das Chitin. Ja, hier kommt das Chitin. Ob ich jetzt mal. Ah, dass ich fallen lassen kann. Also noch brennt der Ofen durch.
Weiß ich nicht. Gefunden. So, aber ja, für diese kleine Dung Beetle müssten wir jetzt eigentlich nochmal... Ich hab schon alles gebaut. Hast einen kleinen Zaun gebaut. So, ich guck jetzt gerade nochmal, was die frisst. Die frisst... Die frisst... Scheiße. So. Rohes Fleisch. Was ist die? Warte mal. Müssen wir nur auf Gewicht leveln, ist klar. Aber irgendwie muss ich. Verstehst du noch nicht. Was denn? Von wegen Gewicht. Da steht überall drin, dass er. Also hier steht drin, dass er Scheiße frisst. Ah, vergammeltes oder normales Fleisch. Das ist ja beides. Wir nehmen vergammeltes. Ist egal. Bring ich mal was mit. Warte, ich hab da mal was vorbereitet. 10 Stück reichen. Geht alles aufs Gewicht. Der hat nur 6 Punkte Gewicht. Oh. Das ist das Problem. Mach mal ein Spoiled Meat rein. Nochmal ein. Ja, stopp. Reicht schon. Den reichen. So, und jetzt musst du eigentlich nur die AA da reinpacken. Keine AA. Dann nur AA. Ja, nee, nicht sowas Kleines. Ich rede hier schon von den. Du hast doch hier die großen Kothaufen. Ne, ist auch doof, wenn ich das da wegnehme. Lass mal hier einen von den AA machen. Ich kann doch nicht AA machen. Können alle nicht AA machen. Was hast du mit dem AA gemacht? BCSZ-Frucht haben wir hier drin. Die Blendgranaten. Ich hab wieder gelacht. Ich wollte ihm nur sagen, dass er mehrere Sachen parallel machen kann. So. Und den hier kriegst du auch noch rein. Wandering und dann müsste er eigentlich los. Ich weiß aber nicht, ob ich hier rüber klettern kann, das weiß ich nicht. Mein Spino ist gewachsen. Hallo Schatzi. Oh, Rexana ist ja auch groß geworden. Jetzt machen meine beiden klein. Wachsen wie deine, ne? Keine Ahnung, der fängt nicht an sich zu bewegen, Jenny. Der bewegt sich nicht. Wandern ist deaktiviert, aber er bewegt sich einfach nicht. Lalalala. Ich würde es größer bauen, ich hätte es auch woanders hingebaut, aber. Ja, dann baue es woanders hin, Hase. Ich dachte jetzt, das
Der sieht auch echt schick aus, ne? Mit diesem Regenbogenmuster. Ja, ich hätte jetzt gesagt, nimm die Soundfundamente und hier hinten, wo der Stego steht. Da kannst du das Ding hinsetzen. Quasi in die Ecke vor das Tor. Da machst du so ein Areal, 3-4 Zäune längs, 3-4 Zäune breit. Haben wir noch so viele Zaunfundamente liegen oder soll ich welche bauen? Ich glaube, wir haben nichts mehr liegen. Wo haben wir denn die Wood Foundation? Warte, vielleicht kann ich die Foundations auch bauen. Ich kann zwei bauen. Soundfundamente, ja. Ich kann vier bauen. Ja. Dann. Wo hast du denn gebaut? Hier. Hier sind schon zwei. Weil ich das Haus als Wand angenommen habe. Mhm. Jetzt eine Wand. Wo ist die andere Wand? Ich sehe die andere Wand nicht. Da. Stellst du dich mal an den Eckpunkt von der anderen Zaunfundament? Ich sehe es sonst nicht. Das Gras ist zu hoch. Hier? Ja, dann stell dich da hin. Bleib da stehen. Kann man dieses blöde Ding aufhören? Wird jedes Mal hin und her bewegt. Ich kann so nichts snappen. Moment. Eine Sekunde Geduld. Warten wir bitte, bis das blöde Dings da vorbei ist. So, der Snap-Punkt. Hoffentlich war der gut. Ob ich richtig stehe oder sehe ich, siehst du, wenn das Licht angeht. Da müsste hier vorne wahrscheinlich eine Lücke drin entstanden sein, jetzt doberweise. Gut. Dann brauchen wir ja Holz. Holzwand würde ich sagen, oder? Holzwände? Oder Holzzaun? Ich hätte jetzt nur einen Steinzaun gesetzt, aber. Wir können es ja auch machen. Ich kann ihn auch, aber ich habe kein Stroh. Naja, wir haben eine kiloweise Stroh. Ja, aber. Nicht, dass der Dungbeetle uns gleich wegläuft. Magst du mal kurz was herbringen, dann baue ich dir die fix. Wie viel? Ich brauche 7 pro Ding. 7 Stroh pro Wand. Mhm. Du kannst mir ruhig ein Stack herbringen und dann ist gut. Wie viele Brauchrate hattest du denn jetzt insgesamt gesetzt? Wie viele Dinger? 6.
Hey, meine Fleur ist bei 84%. Fleur. Ja. Nicht Fleur. Ich hab gesagt Fleur. Und Luna auch. Dann ist unsere Ravager-Bande gleich brutal korrekt und fertig. Na? So. Dungbeetle eingebaut. Gut. Hast du ihn jetzt auf Wandern wieder gestellt? Aber der hat es denn deaktiviert. Ich habe nichts gemacht. Aktiviere Wandern, so. Hallo. Danke. Riecht sich aber immer noch nicht. Pass auf. Ich bin zu blöd dazu. Wozu? Ah, er ist los. Er bewegt sich. Er bewegt sich. Ich wollte gerade schon googeln, warum zum Teufel bewegt sich unser Dungbeetle nicht. Er bewegt sich allerdings sehr langsam. Ich glaube, er wird gleich hier rüber buggen, über das Steingeländer. Über beide? Nee, über das einzelne hier vorne, glaube ich, oder? Wieso steht ihr denn jetzt schon wieder zusammen? Ihr habt doch beide getrennt gehabt. So, dann müssen wir in 15 Minuten noch mal reinschauen und schauen wir, ob das funktioniert hat mit dem Umwandeln. Mit dem Umwandeln von AA in sinnvolle Sachen. Die haben schon beide 9%. Ja. Dann haben meine beiden. Drakes. Helga, mein Schatz, ne? Du bist so eine Hübsche. Die sehen alle drei schön aus. Finde ich. Jenny. Was denn? Die sind beide immer noch auf Wandern. Kann das sein? Ja. Ich wollte nämlich gerade rausgehen, da höre ich, wie sie hin und her laufen. Hab gerade bei beiden Wandern deaktiviert. Ja, ja. Ja. Kann sein, dass sie deswegen hin und her laufen. Ihr beide seht so schön aus. Bei 85% sind unsere Rabbis. Achso, hast du hier schon alles bewässert? Okay, gut. Hier drin hatte ich schon Leitungen verlegt jetzt. Voll witzig. Was denn? Ich nehme jetzt mal eine davon in die Hand. Ich will jetzt mal nur wissen, was funktioniert denn eigentlich. Ah! Ja. Jo! Lichthandgranaten. Beschreibung trifft doch zu. Cool. Coole Sache. Ich hab ne Zitrone. Ah, nicht sondern zwei, ne? Warum läuft eigentlich noch der Stromgenerator? Weil wir einen Kühlschrank haben, weil. Und so.
eine Rollratte. Aber guck mal, was haben wir denn jetzt hier noch Wichtiges drin im Kühlschrank? Den Kühlschrank, den müssten wir eigentlich einzeln betreiben. Eigentlich ja. Das hieß aber, wir bräuchten einen zweiten Generator. Den können wir jetzt bauen. Ich muss jetzt nur gucken, wo wir hin. Ja, scheiße, der ist überall dran. Ich baue schon mal einen Generator. Dann kann ich ihn bauen, ja. Ich warte, dann macht sie hier einfach wieder aus, ey. Dann setze ich den Generator hinters Haus. Den Generator sollst du irgendwo hinsetzen, wo er nicht im Weg ist. Also hinters Haus. Hinterm Haus. Können wir dann diese Steckdose hier abreißen? Nein. Nein? Jetzt guckst du mich sogar böse an. Nein, können wir nicht. Du hast ihn jetzt. Okay, ja gut, okay. Dann hast du den jetzt so hingesetzt, dann baue ich ein Stromkabel hier ran. Und eine Steckdose hier ran. Da ist jetzt nur der Kühlschrank dran. Das heißt, ich kann diese Steckdose hier. Ach, guck mal bitte innen drin, ob der Kühlschrank immer noch Saft hat. Wir müssen jetzt keinen Saft mehr haben. Nee. Er hat keinen Saft mehr. Ohne Energie. Gut. Dann gehe ich jetzt rüber mit dem Rest Benzin, was wir hier nur für den Notfall brauchen. Pack das hier rein. Schalte ihn an. Und jetzt ist der Generator als einziges bestromt, ja? Ja. Oh. Jetzt habe ich ein bisschen gespuckt, weil ich ein bisschen was gemümmelt habe. Was Süßes. Außer dem Generator muss ja nichts weiterlaufen. Klimaanlagen brauchen wir nicht. Ja, weil wir jetzt Licht haben. Ja. Licht brauchen wir auch momentan nicht. Ja, ihr Lieben, wir gehen hier raus. Gut. Dann weißt du Bescheid, das ist unsere Perimeterverteidigung. Wenn wir hier irgendwas Stress kriegen oder wenn hier irgendwas passiert, flitzt du rein ins Gebäude, drückst du Schalter, gehen alle Geschütztürme an und dann wird hier ordentlich aufgeräumt. Ins Außengelände dürfen die sogar schon draußen spielen oder was? Die sind schon jugendlich. Ist ja unerhört. Voll die da drin. Das wird sowieso hier ein bisschen enge dann mit unseren vier Dinos. Ach, warum? Für die Drachen brauchen wir ja kein Gehege bauen oder so. Können wir einfach aufs Dach stellen. Zum Beispiel. Oder ans Haus hängen. Ich glaube, das sähe voll witzig aus, wenn wir da einfach die Dinos draufstellen würden. Ach du Scheiße. Hallo Hook. Was machst du hier? Ganz einfach. Ich habe jetzt noch ein Licht als Signal für uns dran gemacht. Das Licht ist direkt neben dem Kühlschrank platziert. Wenn das Licht nicht an ist, laut den Kühlschrank nicht an. Muss nicht hinlaufen, ausprobieren, sondern dann weißt du, also Panik, Schreie verfallen und schnell den Benzin hinten reinschmeißen. Okay? Mhm. Gut. Ich bring dann nochmal hoch in sein Gehege. Ne? Ich hab's vermutet.
Ey, bist du langweilig. Dann müssen wir es halt so machen. Ja, super. Und mach doch da einfach eine Wand mit einer Tür rein, Witzbold. Würde nämlich jetzt gerne gucken, wie es aussieht. Hat, ob er nicht, was hat nichts produziert. Nope. Noch nicht, okay. Ich finde die Süßigkeiten hier gerade sehr, sehr anziehend. So, wollen wir das Haus jetzt weiterbauen? Ich weiß jetzt, weiß ich, welches Haus du meinst. Das gut wegschaust. Das Go Fresh House, ja. Bin ich dämlich? Oder hab ich eine ernst gemeinte Frage, oder? Halt die Fresse. Was? Also hier höre ich schon wieder, dass die Dinos sich bewegen, Jenny. Wer? Ich weiß das nicht, aber irgendein Dino bewegt sich hier. Wir haben alle Wandern deaktiviert, aber trotzdem hat sich hier gerade ein Dino bewegt. Könnte ich schwören. Nein, die beiden sitzen noch, wie ich sie hingesetzt habe. Ah. Wann's? Die sitzen alle noch, wie ich sie hingesetzt habe. Hello. Hello from the other side. So, machen wir jetzt hier noch das Pimp My Ride oder nicht? Ich weiß, du willst es. Du willst es. Ich will es doch auch. Wer will was? Hinten auf dem Parazier-Plattformsattel ein paar Geschütze draufbauen, damit wir Sachen töten können. Ja, pass mal auf. Wenn wir da hinten jetzt einen Generator draufbauen, ja? Und drei Automatikgeschütze, weißt du, dass wir dann schon gewonnen haben? Nö. Dann kann keiner diesem Parazier zu nahe kommen. Und wenn es doch einer tut, dann tritt der Parazier halt nochmal zu. Ja. Ich sag's nur ungern. Aber ich brauch Kristall. Aus Kristall. Yep, yep. Wo bist du? Da bist du. Jenny? Jenny? Was hast du gesagt? Was willst du haben? Kristall? Was? Kristall! Zeig dir gleich mal Kristall, du Blöde. Wieso? Was haben wir denn gerade eben gemacht die ganze Zeit? Das habe ich schon vercraftet. Oh. Ey Gott, ich brauche 35 Dinger pro Dach. Ja. Wir haben hier schon, ich glaube, hier haben wir so ungefähr 100 bis 200. Ne, wir haben hier 300 oder was verbraucht. Und hier haben wir ungefähr dasselbe nochmal verbraucht. Du bist jetzt schon bei über 1000. Ja. Nur weil du überall Glaswände platzierst. Deswegen frage ich nochmal, muss das sein? Ja. Es ist ein Gewächshaus. Gewächshäuser sind komplett voll aus Glas. Zeig dir gleich mal, was aus Glas ist, ey. Komm her. Psst. Guck jetzt, ob wir hier oben noch irgendwo Kristalle in der Nähe haben. Ich habe keine Lust, nochmal wieder so weit zu laufen. Ich habe noch einen Scheißhaufen im Inventar. Ach, wunderbar. Hier oben sind noch grüne Kristalle.
Grüne Edelsteine finde ich schön, aber Kristall mag ich lieber. Darum hätte ich gerne bitte etwas vom Kristall. Gut, und wenn ich jetzt hier nicht nur nicht runter gewollt, wäre ich einfach runtergeflogen. Wo? Hinterm Haus. Da haben wir auch ein paar Kristalle stehen. Wo ist meine Zipline? Da ist meine Zipline. Oh oh. Weißt du was? Unser Außengehege sieht von hier oben ganz schön klein aus für die Dinos. Kann ja sein, dass die eventuell etwas groß werden. Du meinst den Drachen und den Spino? Ja. Das habe ich eben gerade gesagt, aber du meinst nein. Guck, Jenny, ich guck mal hier von oben rauf. Ja, ja. Ich weiß. Ist, ein blauer Balbdog. Ich weiß, was ich jetzt versuche. Arkroll. Du hattest doch Honig mal gefarmt, ne? Kühlschrank. Ich habe ein Level 64er Rollratte da. Ah, 5 Honig, gut. Also brauchen wir 6 Honig. Oh, ein Schaf. Jetzt war es mal ein Schaf. Oh, noch Kristalle. Nicht in die Spieße. Und nicht zu unseren Dinos. Wenn er die stört, macht die Alarmanlage an. Nein, ich will ihn zähmen. Das ist ein 64er. Hier sind wir mal wieder. 340 grüne Kristalle und wie viele normale? 90. Naja, immerhin, ne? Aber guck mal, weit oben ich bin schon. Ganz weit oben bin ich. Ganz weit oben. Keine Ahnung, wo du bist. Immer noch über unserer Basis. Und jetzt kletter ich noch einen Ticken höher. Jetzt kletter ich oben zu den weißen Kristallen hin und ich hoffe, dass hier mehr Kristalldinger sind als anderswo.
Sonst müssen wir nochmal an der Oberfläche schauen. Ich hab's daneben geworfen, ne? Was? Das ist doof. Oh, das ist immer so ätzend, wenn du den einen nicht triffst, ne? Jetzt getroffen. Ich habe was Rotes gefunden. Ne, was ist denn das? Rot-Blau. Was ist denn das? Erstmal ist hier ein Ravenger. Der ist alleine, das finde ich doof. Deswegen töte ich den mal ganz kurz. Stirbt Sau. Braucht nur ein Level 16. Hier. Was ist das denn? Das ist ein Regenbogen-Crate oder was? Kannst du die öffnen? Ja, super. Neuer Sortenschrank ist da drinne. Ich glaube nicht, dass diese Sachen hochlevelig waren. Aber ist nicht schlimm. Wir sammeln weiter kräftig Kristalle. Ne? Wir sind am Start und guck mal, wo ich bin. Boah, ich bin so weit oben, Jenny. Ich bin so weit oben, unsere Basis wird nicht mehr angezeigt. Nein, nicht zu den Dinos. Nicht zu den Dinos. Jetzt laufe ich rast gleich aus. Ich will nicht, dass sie hier, rumläuft. Die Schussanlage nicht anmachen. Kannst du Dino nehmen und den anderen Dino töten?
Habe ich keine Zeit zu. Das mache ich gleich, wenn die Rollratte fertig ist. Aber wenn ich hier eins sagen darf, hier oben ist ja immer mal eine hammermäßige Aussicht, ey. Wie mache ich einen Screenshot? Weiß ich nicht. Jetzt machen wir erstmal Fotoshooting mit dem Ravager. Da hat noch einer Puppe gemacht. Das genau gehört. Weg hier aus meiner Ecke. Alter, sind das geile Screenshots. Alter, sind das geile Screenshots. Gut. Da Draco wenig Fallschaden bis gar keinen Fallschaden kriegt, werde ich hier jetzt gleich mal runterspringen. Oh, oh, guck mal. Skorpione, die festgepackt sind, da helfe ich denen doch gerne. Na klar, helfe ich denen. Nutzt das ja nicht aus, wenn Tiere festgepackt irgendwie festhängen, ne? Nein, du doch nicht. Scheiße! Oh, ich bin... Was denn? Jetzt hat sie sich eingegraben. Ich habe aber keinen Honig im Inventar gehabt. Tschüss, Skorpion. Guck mal, er fällt. Ah, fällt nicht ganz weit runter. Fällt nur auf die Zwischenebene. Ich auch. Oh, 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 oh. Autsch. Okay. Ihr Lieben, oh, wieder eine große, lange Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann wissen wir, ob Joko noch lebt, ob wir die Räume. Oh! Autsch! Bin da! Gut, ihr Lieben, macht's gut, bis übermorgen! Ciao!